Und diesmal ein kurzes Willkommen zurück, meine Freunde. Die letzte Aufnahme war nicht so besonders lang, also bin ich diesmal ein bisschen kürzer angebunden. Vor allem, weil wir hier einfach noch so viele Monster und, oh, Feinde zu erledigen haben. Sie sind überall. Finger weg, Kim, alles meins. Oh, der lebt noch. Das ist so fies. Der macht nur einen einzigen Schuss und zieht mir schon wahnsinnig viele Erfahrungspunkte ab. Da haben ja auch so einige von euch gesagt, dass der Kim, der Kim, jetzt mutiere ich auch schon zum Russen hier. Hey, hast du mich gerade eben schon wieder abgeknallt? Ich kann es ja nicht, ich fasse es einfach nicht. Wow, sind hier viele von diesen, wow, ist ja alles voll mit denen. So, wo bin ich stehen geblieben? Ach so, da haben einige auch schon von euch gesagt, dass der Kim hier, der Dreckshacker, klaut einem die ganzen Erfahrungspunkte. Ich glaub's ja nicht. Wie krank ist das denn? Dammit, ich dachte, du würdest weiterlaufen. Du Mistvieh! Nimm's übrigens bitte nicht persönlich, Kim, falls ich dir irgendwann mit dem Hammer in den Rücken schießen sollte. Du hast mir auch schon oft hauen sollte. Gleich im Anschluss wollte ich dann noch sagen, du hast mir oft genug in den Rücken geschossen. Also, wunder dich nicht, aber scheinbar ist ja Kim, was sowas angeht, relativ resistent. Was eigene Angriffe meinerseits aus angeht. Er verzeiht einem vieles. So, oh, nein, das war wieder Kim. Gott, ich hasse das. Kannst du mal aufhören? Hilfe. Wir sind hier in einem ernstzunehmenden Kampf. Und was machst du? Schießt mir erstmal einen Lehmzauber in den Rücken. Dörr. Oh, eine Kiste. Da folgt man... Rolle der Feder, aha. Da folgt man einem Weilchen einfach nur ein bisschen den Monstern, weil man die Erfahrungspunkte absahnen will. Und schon landet man bei irgendeiner Kiste. Ist das nicht zauberhaft? Ey! So. Ich erlaube dir nur einen Schuss auf meine Monster. Den Rest der Erfahrungspunkte will ich selbst absahnen. Ach, ich habe übrigens auch die Lautstärke der Musik um ein paar Pünktchen nach oben gedrückt. War vorher bei 37 von 100, jetzt ist es bei 40 von 100. Also im Prinzip ein Lautstärkeunterschied von nur 3%. Aber ich habe festgestellt, wenn ich meine Nerim-Folgen, die fertig abgemischte Version, mit meinen Kopfhörern anhöre, dann hört sich das sehr gut an und das Soundverhältnis ist ausgezeichnet von meiner Stimme zur Musik her. Und man hört die Musik ausreichend schön und meine Stimme ist auch sowieso deutlich verständlich. Aber wenn ich das durch die normalen PC-Boxen mir anhöre, dann muss ich doch feststellen, dass die Musik sehr, sehr schwachbrüstig klingt. Deswegen habe ich das ein bisschen hochgedrückt, mal sehen, was ihr jetzt davon so haltet. Ist die Musik jetzt besser? Oder jetzt mittlerweile zu laut? Na gut, zu laut wird es wahrscheinlich nicht sein. Hier haben wir schon Wellenfels, gehen wir gleich da rein. Erstmal zur Taverne in der Nähe, beim Stadteingang. Ach und übrigens, kleine Info zusätzlich, rechts unten die Minimap. Ich habe die gerade auf 50% Transparenz gelegt, denn ich habe da Kritik von jemandem bekommen, dass die vielleicht ein bisschen zu präsent, zu stark jetzt sich in den Vordergrund rückt, da rechts unten, und ein bisschen störend ist. Also habe ich sie leicht durchsichtig gemacht, sodass die Farben nicht mehr ganz so intensiv von rechts unten herausstrahlen. Jetzt hat es zwar nicht mehr die gleiche Undurchsichtigkeit wie links unten das Interface, aber ja, lasst mich einfach wissen, ob ihr das jetzt so besser findet oder ob das jetzt mittlerweile wieder zu transparent ist. Oder ob ihr es vielleicht vorher sogar besser fandet. Was für ein keimiger Schuppen. Ja, der Schuppen ist ja schon ziemlich keimig. Oh, was ist das denn? Ein Querverschnitt von Wolverine und Axt und irgendein Dämonengott. Erinnert mich so ein bisschen an den Endboss von Oblivion. Ah, wie hieß der nochmal? Fürst Dagon? Oh, zu lange her. Boah, Eterna packen. Der müde Schläger. Ach, wie schön, dass die Schläger müde sind. Boah, Eterna. Na super. Ach, übrigens habe ich euch das letzte Mal noch gar nicht gezeigt. Ich kann die Minimap, wenn ihr mal rechts unten hinguckt, ich kann mit den Tasten Plus und Minus auch noch ran und raus zoomen, je nachdem, wie ich es brauche.
Ganz nett. May Bamble. Was? Ein unverschämter. Nichts Neues. Am Hüvel. Seid ihr gekommen, um euch... Oh, sehr gerne. Schwere Rüstung. Wir müssten jetzt noch 6 Lernpunkte haben, wenn ich mich recht erinnere. Oh, 13. Ach, wir hatten mittlerweile wieder ein Level-Up. Sehr gut. Oder auch sehr schlecht, weil es dann mehr kostet. Also, schwere Rüstung und Zerstörung sollten und stumpfe Waffen sind unsere drei Hauptskills. Darauf sollte jetzt vorerst mal unser Hauptaugenmerk liegen. Ich guck mal, wie es derzeit so mit uns steht. Also, 51 auf schwere Rüstung, 56 auf stumpfe Waffen. Na, okay, ungefähr gleich auf. Und Zerstörung ist mit 80 am deutlich höchsten. Seid ihr gekommen? Ich glaube, ich werde mal für ein bisschen einen schwierigeren Panzer, okay, nicht direkt, aber für eine bessere Verteidigung investieren. Gut, ich bringe es euch bei. So, und den nächsten 5er Block würde ich mal sagen, investiere ich dann in stumpfe Waffen. Das ist ja auch schließlich einer unserer Hauptangriffs-Dinger, Skills. Dinger, Stone, das war nicht appropriate, angemessen. God damn it! Ständig verwechsel ich irgendwas. Ne, nicht verwechseln, mir fallen einfach nur nicht die deutschen Begriffe ein. So, hier ist schon wieder keine Musik, merke ich jetzt gerade erst. Ich kommentiere in absoluter Stille, das ist sehr merkwürdig. Veränderung wollte ich irgendwann mal hochpushen. Ich weiß nicht mehr warum, ich glaube wegen dem Lichtzauber? Nein. Warum wollte ich das nochmal machen? Ich habe in irgendeiner alten Aufnahme mal gesagt, dass ich das vielleicht hochtrainieren will bei einem Trainer, weil ich irgendeinen bestimmten Zauber ab Lehrlingen lernen will, also ab Stufe Lehrling. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was für einer das nochmal war. Vielleicht fällt es mir ein, wenn ich den Zauber hier sehe. Vielleicht haben wir den schon gelernt. Ich kann ihn nur noch nicht einsetzen. Hier, Magieschule Veränderung. Aber das kann ich schon einsetzen. Normalerweise steht ja hier dabei, wenn mein Skill noch... Hier! Normalerweise steht es hier so dabei, erfordert Illusionfertigkeit 75. Und dann, also hier brauche ich dafür gar nichts. Habe ich noch irgendwas von Veränderung? Magieschule Veränderung. Nein, können wir auch schon wirken. Es muss doch irgendetwas gegeben haben, weswegen ich gesagt habe... Ah, hier! Seht ihr mal, Schockschild. 10% mehr Rüstung. Deswegen war es, glaube ich. Genau. Also würde ich sagen, Moment, habe ich noch irgendwo einen Hotkey frei? Hier, diesen Blitzzauber verwenden wir sowieso nicht so oft. Ich hau mal Schockschild Rang 1 ein, sodass wir, wenn wir draußen unterwegs sind in der Wildnis, können wir vielleicht so ein bisschen Veränderungen hochskillen. Da habe ich nämlich im Nerim-Forum, ja, ich lese auch die Kommentare im Nerim-Forum, den Tipp bekommen, dass ich bis zu einem Skill von 25 nicht zu Trainern gehen soll, sondern lieber hochskillen soll, weil das sehr, 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 sehr schnell geht im Vergleich zu später. Willkommen im rostigen Anker. Was möchtet ihr trinken? Vorzugsweise gar nichts, weil wenn der Laden hier schon der rostige Anker heißt, dann will ich gar nicht wissen, wo genau denn eure Anker rosten. So, verkaufen wir mal den ganzen Apfelsaft. Ich glaube, ich kann aber immer nur 4 Stück auf einmal verkaufen. Nein, damn it! Nee, nicht, doch. 4 mal 24. Hä, kann ich jetzt plötzlich nicht mehr rechnen? Ach so, na, ich habe 24 Flaschen, für 28 kann ich sie verkaufen. Ich dachte mir gerade, hä? 4 mal 24 sind doch 96, wo ist das Problem? Ah, 28, dammit. Oh. Der ist nur beim Handelsgeschick vom Rang her Lehrling. Ich dachte eigentlich, ich könnte ihm die Sachen hier abjuxen für den erhöhten Preis. Damit! Was soll das? Wieso lässt du dich nicht übers Ohr hauen, Mann? Immer noch Angebot abgelehnt. Echt jetzt? So, 25. Dann können wir schön angenehm 4 Stück verkaufen. Jetzt aber, komm. Nein! Vielleicht weil seine Stimmung so niedrig ist? Ja, Klaus, komm schon! Der liebe Klaus will uns nicht... Ah, jetzt geht's. Okay, sehr gut. Also, ich melde mich gleich wieder. Ich verkaufe kurz den ganzen Kram. Ihr müsst nicht sehen, wie ich mich jetzt jedes Mal hin und her klicke.
So, das reicht auch vorerst mal. Das nächste Mal, glaube ich, wenn wir diesen Hauptstory-Abschnitt geschafft haben, werden wir uns wieder um das Erkunden und einige Nebenquests kümmern, wie zum Beispiel die Kopfgeldaufträge. Da habe ich mir schon so einiges zurechtgelegt, was wir so alles tun könnten, sobald es dann weitergeht. Eine Holztür, die ich öffnen kann. Muss sehen, was drin ist. Kim, lass mich raus. Ja, auf jeden Fall, ich habe schon so ein bisschen einen Plan, was wir dann als nächstes machen werden können. Und dann werden wir auch endlich mal, habe ich mir mal so spontan vorgenommen, uns an die Alchemie ranmachen. Gott, das wollte ich schon Ewigkeiten endlich mal nachholen. Hi. Keine Zeit, ich bin im... Die Wachen haben alle nie Zeit. Gut, habe ich auch nicht anders erwartet. Jetzt erstmal eine Runde im Brunnen springen, schwimmen gehen. Reinspringen und rumschwimmen. Oh, was ist da? Oh, da hinten ist die Kapelle mit dem Teleportationspunkt. Dann hole ich mir den doch zuerst, bevor ich vielleicht in Wellenfels in irgendwelche Skripte verwickelt werde. Seid ihr gekommen, um... Nein, nicht direkt, aber... Ich hätte gerne... Hier, teleportieren Wellenfels. Lag ich doch richtig in meiner Erinnerung, dass wir bisher immer schön die Teleportzauber gekauft haben. Nur ausnahmsweise in Erotin mussten wir uns eine Rune kaufen fürs Teleportieren. So, das nehmen wir gerade mit. Ansonsten haben wir... ja, brauchen wir nicht so sonderlich, was er sonst noch so anbietet. Haben wir noch irgendwas in der Kapelle? Ah, sehr gut. Den einfachen nehme ich mit, der ranzige ist mir egal. So, Erodan, falls du das bist, ich erkenne dich gerade an dem Bart nicht wieder. Falls dich das gestört hat, melde dich einfach bei mir. Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt den Mund nicht zu voll genommen und jetzt wird er wirklich irgendwann direkt vor mir erscheinen. Das wäre nicht so gut. Ich gehe mal von vorne in die Stadt rein, denn bei solchen Spielen, wo ich weiß, ja, selbst programmiert mit den ganzen Events und alles, also selbst zusammengesteckt, dann habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn ich schräg irgendwo in einen Bereich reinlaufe, dass dann vielleicht ein Skript nicht ganz korrekt greift. Also gehen wir hier so rein. Diesmal warte ich übrigens nicht, bis es tagsüber ist und hell, sondern gehe jetzt schon hier rein, weil irgendwie passt es das Wetter gerade zu der Hafenstadt. Wir haben die Anlegestelle von Wellenfels erreicht und sollten jetzt nach den Plünderern Ausschau halten. Siehst du das Schiff da hinten? Das müsste es sein. Komm! Das ist irgendwie eine coolere Rüstung, als ich auf den ersten Blick erkannt habe. Ich möchte noch nicht! Warte, Kim. Erstmal gehe ich zur Amwels Hütte. Der ja nicht zu Hause ist. schön, ein paar Bilder. Aber alles Bilder, die wir schon gesehen haben. Vor allem das hier unten, an das hier erinnere ich mich. So, lieber Amwell, ich habe gehört, du gehst gerne in die Taverne saufen, also klaue ich all dein Zeug. Leider hat der Typ nicht sehr viel mehr als zwei gigantische Melonen. Oh mein Gott, Stone, du bist so pervers. Ich habe nicht über eine Frau geredet. Ach so. Lagerplatz für Gegenstände, sehr gut. So einem Lagerplatz wollte ich noch einmal kurz begegnen, weil... Oh Gott, ich habe ganz vergessen, wie viele... Sachen, Kalzinatoren und so weiter wir mittlerweile gefunden haben. Also wenn wir das nächste Mal an einen Alchemisten kommen, dann werde ich auf jeden Fall den ganzen Kram hier verkaufen müssen. Machen wir alles, wenn ich mich nicht mehr mit der Mainquest befasse. Jetzt erstmal will ich schön gemütlich den ganzen Kram ablegen, mit dem wir später so ein bisschen craften wollen, weil... Einige Sachen wiegen nicht so viel, andere Sachen wie so ein Minotaurenhorn wiederum, die würde ich doch dann lieber mal ablegen. Und ansonsten... Go, 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 go! Nimm mir schon mal eine ganze Ecke leichter. Ich habe noch irgendwie Stahlpfeile in mir drin stecken. Den Blitzstab... Ja... Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, 65 Angriff, aber wiegt wiederum 18 Steine. Oh, und ich habe noch viele Ringe und so Kram, was ich alles eigentlich... Gott, so viel Zeug, was ich verkaufen kann. Wir müssen einen Händler finden. Hoffentlich hat Wellenfels sowas. Kim, du musst dich noch kurz gedulden. Der da drüben, der Typ in der Kapelle, hat leider nur... Zauber verkauft.
So, Bamble, glaube ich, war auch in der Taverne. Das heißt, wir werden den hier nicht antreffen. Dammit! Ich zoome mal ein bisschen an die Karte rein. Because why not? Epische Musik! Amazing! Muss Abkürzung... Keine Zeit, ich bin... Du hast nichts Besonderes zu sagen, obwohl du so auffällig vor diesem Haus stehst. Schlägers Hütte, na super. Hört sich an wie der Anführer von den Banditen, also gehe ich mal noch nicht dahin. Einen Punkt würde ich nämlich noch gerne erkunden, und zwar hier dieses burgähnliche Konstrukt. Oh, eine Treppe. Was könnte hier sein? Nichts. Das ist aber interessant. Nein, gehen wir einmal kurz außen rum. In der Hoffnung, dass wir noch irgendeinem Händler begegnen werden. Und zwar keinem Wirt, der nur Tränke und Reagenzien und sowas abkauft. Sondern ein Schmied, eine Schmiedestation ist ja eigentlich da. Also, abgelegenes Haus. Wieso nicht? Ich habe dich gesehen, abgelegenes Haus. Schon fast ein bisschen creepy. Ein Buch zum Verkaufen. Eine Birne auf dem Tisch. Oh, ich liebe Birnen. Nom, 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 nom. Ich liebe Birnen. Nehme ich jetzt mit. Oh, ein Dietrich, sehr gut. Nicht vergessen, Stone, bei Nerim waren Dietriche ordentlich was wert. Und was haben wir hier noch so? Ich glaube, hatten wir die schon? Jawohl. Ich glaube, das ist, also was heißt ich glaube, ich muss es ja am besten wissen. Das ist hier die erste Aufnahme, tatsächlich die erste Aufnahme, die ich während der Poweraufnahmezeit, also, naja, was heißt Poweraufnahmezeit, ab Mitte Februar, wo ich extra ein bisschen mehr aufnehmen will. Geht alle zur Seite, ich habe eine Birne. Ich werde nicht zögern, sie einzusetzen. Gut. Weil, wo bin ich gerade stehen geblieben? Ach so. Für die von euch, die es noch nicht wissen, ich habe es zwar bisher immer wieder mal so ein bisschen im Stream angekündigt und gesagt, aber ich weiß ja, dass nicht alle von euch unbedingt meinen Stream verfolgen, also sage ich das einfach nochmal so. Und zwar werde ich ab Anfang März wieder umziehen. Das heißt, ich werde leider für eben diese Streams nicht mehr die nötige Bandbreite haben, nicht mal das nötige Internet. Wahrscheinlich wird es so sein. Im Endeffekt werde ich euch das dann aber noch genauer sagen müssen, weil ich das nicht zu 100% weiß. So, einmal das und zweitens heißt das auch, ich muss jetzt so viel wie möglich aufnehmen, weil ich dann in der stressigen Zeit wahrscheinlich keine Zeit finden werde, aufzunehmen. Puh, ganz schön. Okay, Wellenfels verbirgt dunkle Geheimnisse. Hier, habe eine Birne. Oh mein Gott, er hat sein Bein bewegt! Ich wollte gerade sagen, ja, totes Fleisch nehme ich jetzt erstmal nicht mit. Das wiegt mir dann doch ein bisschen zu viel für das, was es wert ist. Ich vergesse jedes Mal, dass ich Mehl mitnehmen kann als Reagenz hier. Ach, und ganz nebenbei, ich sollte auch mal die Pfeile so langsam aus meinem Körper ziehen. Dietrich, sehr gut. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, gerade eben wollte ich das Zombiefleisch nicht mitnehmen und dann ist mir eingefallen, weißt du was? Ich laufe doch sowieso nochmal an meiner Kiste vorbei. Also, warum sollte ich das nicht einfach kurz hier trotzdem mitnehmen? Einfach alles mitnehmen, was ich nur so finde. Denn wenn das Alchemiesystem hier bei Nerim auch nur ansatzweise so langsam steigt wie bei Oblivion, dann holy sweet bejesus mother of god, das wird lange dauern zum Skillen. Schmelzzange! Das wollte ich auch mal sagen. Jemand hat mir auch mal den Tipp gegeben, ich glaube, das war auch im Nerim-Forum, dass diese Schmelzzange nur einmal benötigt wird. Oder die Schmiedezange? Ich weiß nicht. Aber dass bestimmte Werkzeuge nur einmal benötigt werden. Ich hatte immer gehofft, dass die Werkzeuge, die sich verbrauchen... Oh, Musik, Höhepunkt, was ist da los? Mit einem W gekennzeichnet sind wir hier bei der Schaufel und alles ohne W verbraucht sich nicht. Aber Schaufel und Spitzhacke verbrauchen sich nach Benutzung und angeblich verbraucht sich die Spiegelzange. What? Nein, die Schmiedezange verbraucht sich nicht, obwohl auch ein W dahinter steht. Da frage ich mich doch, ob es irgendwo vielleicht eine Liste gibt, irgendwo möglicherweise, wo ich nachlesen könnte,
Welche Werkzeuge sich tatsächlich verbrauchen und welche Werkzeuge ich bedenkenlos nur einmal mit mir rumführen kann. So, das war das verlassene Haus. Bastion von Wellenfels. Hallo Wache, die mir nichts Besonderes zu sagen haben wird. Mit Kanonen und zurechtgelegten Kugeln sogar, so als ob sie einen Angriff erwarten würden. Wir haben schon wieder sogar fast die Hälfte vom Level ab, wenn ihr gerade eben links oben drauf geachtet habt. Deswegen will ich auch mir eigentlich den Mod mit der XP-Leiste installieren. Dammit! Ist schon ein bisschen nervig, dass das leider nicht so ganz wie gewünscht funktioniert. So, was haben wir hier? Das Ding heißt zwar Bastion, aber irgendwie können wir trotzdem nur in den Turm reinmarschieren.